Und hallo und herzlich willkommen hier zu Herr der Ringe Online mit mir, dem Captain. Das hier ist die Aufnahme von Twitch, wo ich Herr der Ringe Online spiele. Schaut doch mal live dazu rein entsprechend. Ansonsten schaut gemütlich hier weiter auf YouTube, jede Woche eine Folge. So, Mithrandir und ich und Imrahil haben versucht, Grond aufzuhalten, die große Ramme, um Minas Tirith zu schützen. Aber Grond ist durch die Tore gestürmt und der Hexenkönig von Angmar ist unten durch die Tore mit seinem komischen Pferd durchgeritten. Warum eigentlich mit dem Pferd? Warum hatten der kein geflügeltes Vieh oder so, ne? Hatte der nicht ein geflügeltes Vieh? Wie auch immer. Wir müssen zum Tor, genau. Und wir müssen jetzt direkt zum Tor und uns dem stellen. Jetzt müssen wir direkt unten am Tor verteidigen und kämpfen. Die wenigsten in Mittelerde können sich dem Hexenkönig von Angmar widersetzen. Aber in dieser dunkelsten Stunde stelle ich mich ihm entgegen. Grauen 3. Nee. Wir holen uns ein Licht in der Dunkelheit. Und schon haben wir kein Grauen mehr, sondern wieder Hoffnung. Bleibt zurück, Notreb. Eure Abenteuer haben euch stark gemacht, aber das Böse ist nun in den Trümmern des Tores und wartet. Nun in den Trümmern des Tores wartet, liegt jenseits eurer Kräfte. Nur ich kann mich dem Hexenkönig entgegenstellen. Natürlich, Mithrandir, mach. Da ist er. Ihr kommt hier nicht herein. Jetzt sehen wir ihn uns an. Gar nichts, das ist nur eine Matze. Zurück in den Abgrund. Er wartet auf euch und euren Meister. Alter Narr, dies ist die Stunde meines Triumphs. Hört ihr das nicht? Der Morgen kommt und mit ihm die Hoffnung. Da ist der Geflügelte. Für euch kommt nur der Tod. Ihr müsst Peregrin beschützen. Hä? Gandalf ist tot! Nein! Mithrandir! Flieht von dem Feind. Notreb, hier entlang. Mithrandir, ich kann es nicht glauben. Wir müssen den Halbling retten, wie er befohlen hat. Hier lang? Vater, Duilin! Warum stirbt jetzt alles? Kämpft, Golosgil! Jetzt sind sie da, wo wir sie haben wollen! Oh nein, und der ist auch umgebracht worden. Notreb, Imrahil. Was gibt es Neues, Notreb? Ich habe Angstgeschrei gehört, aber nicht herausgefunden, woher sie kamen. Bevor ihr auch nur ein Wort sagen konntet. Weiten sich seine Augen vor Überraschung. Notreb, passt auf! Er ist auch niedergeschlagen. Großmob ist in der Stadt. Und so endet es, Notreb. Der Zauberer ist tot. Und wird meinem Meister keinen Ärger mehr bereiten. Die Stadt ist unser. Wir werden die wenigen noch verbliebenen Verteidiger aufstöbern. Und hier heraufbringen. Und hier werden sie sterben. Ihr lebt nur noch, da ich es befohlen habe. Aber sobald die letzten Schreie der Sterbenden im Wind verklungen sind, werdet auch ihr ihnen folgen. Wo ist der Tod? Findet diesen Heuchler. Ah,
Da ist er, Denethor. Ich bin hier, Abschaum. Ich kämpfe für mein Volk. Ja, und ich kämpfe mit dir, Denethor. Er ist auch tot. Nodrip, was hätten wir tun sollen? Eine schrille Stimme zerreißt die dünne Luft über den über die Stadt. Ihm nach. Er läuft und läuft und läuft. Nicht gekriegt. Jawohl. Die Hobbits. Klein. Und sie können nicht so leicht erwischt werden. Oh nein, er hat ihn doch erwischt. Ich hab alles verloren. Versteht ihr nicht? Was? Die Dinge, die ich gesehen habe. So soll es geschehen. Dies ist unser trauriges Schicksal. Es gibt keinen drin. Hä, wieso lebst du jetzt wieder? Wieso sind da jetzt zwei? Habt ihr endlich verstanden, wovon ich gesprochen habe, Nodrep? Seht ihr nun, dass der Untergang unausweichlich ist? Vor eurem inneren Auge tanzen verschwommen beunruhigende Bilder. Ach, jetzt. Jetzt ist klar, natürlich. Jetzt ist klar. Der ganze Kampf und die ganze Niederlage, die wir jetzt gekriegt haben, dass der durchs Tor gebrochen ist und alle umgebracht worden sind. Das haben wir alles nur im Palantir gesehen. Wir sind immer noch hier bei Denethor im in der Kammer von Arnors Stein. Wir sind nie rausgegangen. Wir sind nie rausgegangen, haben nie Gandalf berichtet, dass wir diesen den Stein reingeschaut haben. Nein, wir sind immer noch hier drin. Versteht ihr nicht, Nodrep? Meine Geschichte ist nicht aus unnötiger Grausamkeit entsprungen. Im Gegenteil, es war reine Güte. Denn meine Worte haben nichts anderes als ein Bild unseres Schicksals gewoben. Wir können ihm nicht entkommen. Wir sollten unser Los hinnehmen und letzte Vorbereitung treffen, statt vergeblich dagegen anzukämpfen. In weniger als 3 Stunden bricht der 14. März an. Wir werden den Morgen des 15. wohl nicht mehr erleben. Ihr schüttelt den Kopf. Aber euer Geist ist immer noch benebelt. Ist es wirklich erst 21:30 Uhr abends am 13. März? Die Erzählung wirkte so lebendig, so wahrhaftig. Ihr richtet euren Blick auf den Palantir. Denethor lacht. Aber ihr hört darin keine Freude. Ich habe tagelang mit dem sehenden Stein gerungen. Ich bin nicht überrascht, dass euch dieses Erlebnis erschüttert hat. Und ihr besonders empfänglich für meine Worte wart. Erkennt ihr nicht, wie meine Erzählung den Bildern folgt, die ihr im Inneren des Steins gesehen habt? Das Ende ist nahe. Das Ende ist nahe. Die Armeen haben Minas Tirith noch nicht umzingelt. Doch sie werden es tun. Das Volk hat sich noch nicht wie der verdorrte Baum geschlagen gegeben. Doch es wird geschehen. Grond ist noch nicht an unseren Toren, doch er wird erscheinen. Wie lange können sie dieser Ramme standhalten? Es wäre bereits ein Triumph, wenn sie ihm auch nur eine Minute länger widerstünden, als ich es glaube. Aber es spielt keine Rolle. Alles, was ich euch erzählt habe, wird sich so ereignen. Ihr versucht dem Trostes zu widersprechen. Aber ihr findet keine Worte.
Ihr habt gesehen, was ich im Stein erblickt habe. Hiergon und der rote Pfeil haben Rohan nie erreicht. Und der Narr, den Mithrandir nach Mordor sandte, ist ein Gefangener in Cirith Ungol. Ja, ich weiß von diesem Auftrag. Und ich weiß, dass er versagt hat. Was auch immer dieser Tor bei sich hatte, ist nun verloren. Und wenn es die Waffe war, die ich vermute, ist es einerlei, ob die Tore von Minas Tirith 5 Minuten standhalten oder 5 Stunden. Das Ende ist nah, es ist bereits gekommen. Geht, Nodreb, geht und sterbt. Jeder einzelne dieser Stadt wird euch bald folgen. Also war es alles nur Fiktion, das wir gesehen haben. Und wir sind jetzt wieder hier. Direkt neben Peregrin Tuk. Oh, hallo Nodreb. Wie war eure Audienz beim Truchsess? Als ich euch zum Truchsess gebracht habe. Beim Klang der jungen Hobbit-Stimme erhält ein breites Lächeln eure Miene. Und ihr müsst euch zurückhalten, um Pippi nicht fest zu umarmen. Was ist so lustig, Nodreb? Ich habe euch ja noch nie so fröhlich erlebt. Ein bisschen seltsam, wenn ihr mich fragt, mit diesem ganzen Krieg und allem. Aber deswegen muss man wohl nicht gleich ganz schwarz sehen, oder? Ihr wirkt wirklich auch ein bisschen aufgewühlt, wenn ich es recht bedenke. Fröhlich und traurig zur selben Zeit, wenn das überhaupt möglich ist. Ich habe euch vor 10 Minuten gesehen, als der Truchsess euch rufen ließ. Worüber habt ihr in der kurzen Zeit nur geredet, dass es euch so verändert hat? Ja, wir haben mal eben 2 Tage Kampf durchgemacht und deinen Tod gesehen, Peregrin. Ich werde euch nicht fragen, was ihr mit dem Truchsess besprochen habt. Das geht mich nichts an. Buch 4, Kapitel 13. Nun, es spielt keine Rolle, was ihr mit dem Truchsess besprochen habt, geht mich gar nichts an. Ich werde tun, wie befohlen, und auch wenn es nicht als Heldentat in die Geschichte eingehen wird, mag es so hilfreich und wichtig sein, wie ein jeder Hobbit es verdient. Aber ihr solltet Gandalf suchen. Ich weiß, dass er sich große Sorgen um die Stadt macht und um Gondor. Und alles, was ihr ihm über den Geisteszustand des Truchsess berichten könnt, mag sich als nützlich erweisen. Habe ich Gandalf gesagt? Ich meinte, ihr sollt Mithrandir finden. Ich werde mich nie daran gewöhnen, Nodreb. Wieso braucht er überhaupt 2 Namen? Das gehört sich doch nicht. Ihr merkt an, dass der junge Tuk ebenfalls auf 2 Namen hört und manchmal Peregrin und manchmal Pippin genannt wird. Das ist etwas anderes, ganz anderes. Ah, ihr habt wohl recht, nicht schlecht, Nodreb, gar nicht schlecht. Na, dann reden wir jetzt mal mit Mithrandir wieder. So, der soll hier oben auch noch stehen. War die Belagerung nur Schein, hä? Ihr habt mit dem Truchsess gesprochen. Sorgen haben sich tief in euer Gesicht gegraben. Ich habe gehört, ihr hattet eine Audienz bei Denethor, Nodreb. Ich hätte euch etwas Weisheit für den Umgang mit dem Truchsess mit auf den Weg geben können, aber ich wurde nicht informiert. Ich gehe davon aus, dass ihr weder unsere Pläne durchkreuzt noch irreparablen Schaden angerichtet habt. Ihr berichtet Mithrandir, dass Denethor von Dingen sprach, die er in den Tiefen eines Palantirs gesehen hatte. Bei diesen Worten blickt Mithrandir ruckartig auf. Also blieb der Stein, der Arnorstein, tatsächlich im Turm. Ich habe mich oft gefragt. Denethor hatte sein Leben lang einen starken und unnachgiebigen Willen. Aber wenn er versucht, den Feind im Palantir zu unterwerfen... Ihr unterbrecht den Zauberer, aber eure Unhöflichkeit ist rasch vergessen. Als ihr die beunruhigenden Worte von Denethors düsterer Prophezeiung über die bevorstehende Belagerung wiederholt. Mithrandir schweigt lange. Schließlich spricht er erneut. Ich glaube nicht, dass er die tatsächliche Belagerung im Arnorstein gesehen hat, Nodreb. Und das ist von großer Bedeutung für uns. Ein Palantir kann nicht lügen, aber seine Bilder können täuschen, wenn sie falsch gedeutet werden. Doch selbst wenn die Zukunft, an die Denethor glaubt, noch nicht sicher ist, kann sie immer noch eintreten. Seine Erzählung wirft für mich eine Frage auf.
eine Frage, über die ich noch nicht viel nachgedacht habe. Wo war Rohan? Wenn sich die kommende Belagerung wirklich so ereignet, wie Denethor sie gesehen hat, und Theoden Gondor nicht zu Hilfe kommt, fürchte ich, dass der Truchsess Recht behalten wird. Dann wird Minas Tirith fallen. Es ist von großer Bedeutung, dass ihr herausfindet, was aus den Reitern von Rohan geworden ist. Sie müssen Minas Tirith rechtzeitig erreichen, oder alles ist verloren. Die Belagerung hat noch nicht begonnen. Es ist noch nicht zu spät. Band 4, Kapitel 5: Der Ritt der Rohirrim. Das hatte ich befürchtet. Ja, bei dem Skillbaum des Baden wurde einiges verändert. Der Bade wurde mit dem letzten Update etwas verändert oder sagen wir mal stark verändert. Es gibt jetzt letztendlich eigentlich nur noch Rot oder Blau und man gibt halt gelbe Zusätze rein. Muss man durch die genauen letzten Patchnotes durchschauen, da haben sie eine ganze Menge umgemodelt. Den Baden haben sie echt sehr stark angepasst. Ja, und so geht's weiter hier mit Buch 5, Kapitel 1, Gefährliche Gerüchte. Ich glaube fest daran, wenn die Rohirrim Gondor nicht zu Hilfe kommen, wird Minas Tirith fallen. Uns bleibt nur noch wenig Zeit. Der Herr aus Mordor rückt bereits an und wird die Stadt bald umzingelt haben. Ich sage bald, doch jetzt noch nicht. Eilt in den untersten Rang von Minas Tirith zu den städtischen Stellen, direkt am Eingang zur Stadt. Sprecht dort mit Lobordil. Er wird euch ein frisches Pferd geben, das euch hinter die feindlichen Linien bringt, ehe die Stadt umzingelt ist. Ihr müsst die Straße nach Norden bis nach Talad Arnor folgen und Theoden und seine Reiter suchen. Wenn ihr sie findet, dann spornt sie zur Eile an. Falls ihr sie nicht findet, ist ohnehin alles verloren. Selbst wenn ihr den ganzen Weg bis nach Meduselt reist. Minas Tirith wird bis dahin gefallen sein und niemand kann uns dann noch helfen. Ne? Ach ja, natürlich. Die sind natürlich weg, ne? Beziehungsweise, wir haben hier jede Menge Sachen. Sterne, Ausrüstung, Sterne, goldene, noch mehr Sterne. Was haben wir hier? Legendäre. Kiste mit Essenzen. Ein gebrochenes Muster. Und ein Umhang. Umhang der Zitadelle. Welchen Umhang nehmen wir denn? Den mit dem weißen Baum? Den mit dem weißen Baum? Oder den mit dem weißen Baum? Ich glaube, der passt sogar richtig zu dem hier. Zu dem Outfit. Mit dem weißen Baum. Habe ich hier bei dem noch einen Umhang dran? Nee, habe ich gar nicht dran. Dann kriegst du jetzt noch einen Umhang. Dann hast du jetzt hier den Umhang mit dem weißen Baum hinten dran. Sehr schön. Kannst du mal hier unten bleiben? Nee, nicht wegschmeißen. So. Okay. Also. Also wir haben jetzt im Prinzip die Stadt zwar verteidigt, die letzten zwei Folgen, aber es war irgendwie alles nur die Erzählung von Denethor. Nichts davon hat sich wirklich ereignet. Dennoch haben wir Erfahrungspunkte und alles gemacht. Aber gut. Wir sind hier in der Stadt. So, da ist der Stallmeister. Wir reisen runter zum Haupttor, zu den Ställen. Ja, genau. Was in der Erzählung von Denethor fehlte, waren wirklich die Reiter von Rohan. Auch habe ich nirgendwo gesehen, dass Aragorn irgendwie
mit den Schiffen ankommt. Also gleich zwei Sachen, wovon, glaube ich, der dunkle Herrscher nichts weiß. Jetzt gucken wir mal hier. Da ist der Schwanritter. Hier ist es. Hier sind die Ställe. Genau. In den Ställen riecht es nach Heu und Pferdedung. Und die Männer sprechen mit leiser, sorgenvoller Stimme. Lobodil. Es ist hoffnungslos. Theoden und seine Reiter werden nicht kommen. Ihr begehrt ein frisches Pferd, um Rohan zu Hilfe zu holen? Und wofür? Hirgon ist schon mit demselben Auftrag aufgebrochen und hätte längst zurück sein müssen. Es ist hoffnungslos. Theoden und seine Reiter werden nicht kommen. Und selbst wenn doch, spielt es überhaupt eine Rolle? Ich habe gehört, dass der Tod keine Macht über die feindlichen Befehlshaber hat. Ihr blickt Lobodil fragend an und verzieht verzweifelt das Gesicht. Es ist wahr. Ein paar Soldaten aus dem Schwarzgrundtal haben mir erzählt, dass einer der Kommandanten von Mordor, der Geist Gosmog, nicht getötet werden kann. Nicht, solange ein gewisser Waldläufer noch lebt. Ich glaube, sein Name war Golodir. Ihr glaubt mir nicht? Dann fragt sie doch selbst. Ihr findet sie im hintersten Teil der Ställe. Einmal die Treppe hoch. Lobodil mustert euch aufmerksam und bemerkt sicher den Ärger in eurem Gesicht. Duilin und Derufin hätten ihr Wissen über Gosmog für sich behalten sollen. Ja, das hätten sie wirklich. Duilin und Derufin dürfen diese Kunde nicht weiter verbreiten. Ja, dann müssen wir den mal gleich mal auf die Finger hauen. Oder sollen wir sie gleich aufschlitzen? Wo sind sie denn? Sprecht mit Duilin. Im ersten Geschoss. Im ersten Geschoss, okay. Da oben sind sie. Seid ihr wütend auf uns? Ich sehe es euch an. Die Schlacht rückt näher, Notrep. Seid ihr bereit für Ruhm, der uns vor unserem Ende erwartet? Doch, ihr seid wütend auf uns. Ich sehe es in eurem Gesicht. Warum? Ihr erinnert die impulsiven Brüder aus dem Schwarzgrundtal daran, dass sie versprochen hatten, das Wissen über Gosmog für sich zu behalten, das in Osgiliad ans Licht gekommen war. Derufin schnaubt verächtlich und Duilin schüttelt finster den Kopf. Das war, bevor wir nach Minas Tirith zurückgekehrt sind und Zeit mit den Verteidigern verbracht haben, Notrep. Diese Männer verdienen es zu wissen, welchem Feind sie gegenüberstehen, oder nicht? Es ist eine Sache, mit Hoffnung auf einen möglichen Sieg zu kämpfen, aber eine ganz andere, eine aussichtslose Schlacht gegen einen Feind zu fechten, der nicht getötet werden kann. Bewaffnet mit dem Wissen, dass ein Sieg unmöglich ist, ist der Ruhm nur umso größer. Und wir dachten, diese Männer verdienen dieses Wissen und sollten für sich selbst entscheiden können. Das müsst ihr doch verstehen. Ich für meinen Teil bereue meine Worte nicht und ich weiß, dass mein Bruder ähnlich denkt. Wenn die Männer den Namen eines weit entfernten Waldläufers verfluchen und dank dieser Wut nur noch erbitterter kämpfen, kommt dies den Verteidigern von Gondor doch gelegen. Der Schaden ist angerichtet, aber manchen der besorgten Männer kann vielleicht wieder Mut gemacht werden. Ja, versuchen wir's. Er hört nicht auf uns. Ja, das ist klar. Wenn die Hoffnung einmal weg ist, es ist schwer, die Hoffnung wieder zu holen. Hoffnung ist alles quasi, um weiter zu kämpfen. Bei allen Dingen. Er hört nicht auf uns. Das ist klar. Er hört nicht auf euch. Das ist auch klar. Mensch. Ach, ganz vorne ist noch einer. Ja, aber ich muss doch mit dem Pferd eigentlich losreiten. Warum mache ich das jetzt hier? Er hört nicht auf uns. Danke sehr, Derufin und Duilin.
Dafür habe ich euch aus dem Schwarzgrundtal, dafür habe ich euch geholfen bei eurem Vater. Euer Vater hätte euch doch mal die Ohren langziehen sollen hier. Es tut mir leid, euch so aufgebracht zu sehen, mein Freund. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber ich denke trotzdem, dass mein Bruder und ich uns richtig verhalten haben. Wäre es euch lieber, diese Soldaten würden ihr Leben für eine hoffnungslose Sache vergeuden? Haltet ihr es für richtig, sie gegen Gosmog zu schicken, ohne ihnen zu sagen, dass er nicht getötet werden kann? Ich sage, es ist falsch. Aber ich weiß auch, dass die Menschen von Gondor aus hartem Holz geschnitzt sind und viele dieser Soldaten am Ende trotzdem gegen ihn kämpfen werden. Sie mögen jetzt verzweifeln, doch wenn er vor den Toren der Stadt erscheint, werden sie ihm entgegentreten. Und unsere Herzen werden frei von Schuld sein, denn wir haben ihnen gesagt, was wir wussten. In dieser Stunde wird er genug Ruhm und Ehre für alle geben. Na gut, dann macht ihr mal. Ich muss aufbrechen. Adieu, Leute. Ich muss weitere Hoffnung holen. Die Rohan. Nun verstehe ich, wieso ihr so verärgert wart. Ich habe euch mit den Soldaten sprechen sehen, Notre. Ich verstehe nun, wieso ihr so wütend auf mich und die Brüder aus dem Schwarzgrundtal wart. Ich werde nicht verzagen und auch nicht zulassen, dass die anderen den Mut verlieren. Ich bringe euch ein frisches Pferd. Wenn ihr zurückkehrt und wenn die Weiße Stadt da noch steht, könnt ihr vielleicht Geschichten von unserem heldenhaften letzten Gefecht hören. Selbst wenn wir alle zu Staub zerfallen sind. Ja, und wir kriegen hier ein paar Stiefel. Dicke. Ihr kriegt nur Schüchen. Na gut, komm, kriegst ein paar Schüchen. Hier ist das Pferd. Reitet sicher und geschwind. Hier ist das Pferd. Reitet sicher und geschwind, Notrip. Wenn es dort draußen einen Hoffnungsschimmer gibt, werdet ihr ihn sicher finden. Und zu uns zurückbringen. Wenn diese Aufgabe annimmt, werdet ihr automatisch auf die Suche nach Theodens Reitern machen. Alles klar, dann machen wir das jetzt. Ah. Denn dann sind wir schon im Norden in Talad Arnor und haben hier ein Pferd. Der Anblick, der sie euch bietet, lässt euch vom Rücken eures geliehenen Pferdes springen. Oh. Hirgon, der rote Pfeilträger ist wirklich tot. Kommt ihr aus der Stadt? Der Mann hustet rau und blutet aus mehreren Wunden. Er wird nicht mehr lange leben. Ihr müsst wissen, das ist Hirgon, der berittene Bote aus Gondor. Er ist zurück aus Rohan. Bringt Kunde von Theoden. Er wird kommen. Er wird kommen zur Stadt. Der Feind war am Wall. Also drehten wir um, aber die Orks, die haben uns eingeholt, nahmen seinen Kopf. Hätten auch meinen genommen, aber ihr Anführer trieb sie zurück zum Wall. Hört mich an, hört meine letzten Worte. Ein großes Lager der Feinde liegt zwischen Theoden und der Stadt. Er kann dort nicht entlang, muss einen anderen Weg. Antenor sagt die Wahrheit. Theoden kann diese Straße nicht nehmen. Dann überqueren wir jetzt die Brücke und gucken, wo es weitergeht. Falsches Pferd. Kriegsross. Wir sind im Krieg. Kommt. Da drüben ist die Brücke. Moment. Die Brücke? Die Brücke ist eingenommen, oder was? Überquert die Brücke nach Tauton oder nordwestlich? Die Brücke gehört dem schwarzen Auge. Er gehört dem, nicht dem schwarzen Auge. Ihr solltet
den Wald im Südwesten betreten, wenn ihr Theoden finden wollt. Was? Den Wald im Südwesten finden? Wieso den Wald im Südwesten finden? Meinst du, hier haben sie sich auf die Lauer gelegt? Seltsame Spuren auf dem erdigen Waldboden bedürfen näherer Betrachtung. Absitzen. Hey, warum hängt denn das jetzt hier gerade alles wieder so? Spuren wie diese habt ihr noch nie zuvor gesehen. Sie müssen von einem zweibeinigen Wesen stammen, aber die Rillen auf beiden Seiten könnt ihr euch nicht erklären. Als sie die Spuren weiter untersucht und feststellt, dass sie nach Südwesten führen, dringt plötzlich tief aus dem Wald fernes Trommeln an euer Ohr. Aha, Trommeln, Trommeln, Trommeln. Jede Menge Wurzeln hier. Oh, da scheint er zu sein, oder? Ach nee, ihr habt weitere seltsame Spuren gefunden. Ihr solltet sie näher untersuchen. Als ihr die seltsamen Spuren untersucht, stellt ihr fest, dass ihr den fernen Trommeln ein wenig näher gekommen seid. Die Fährte führt nach Südwesten. Was für ein Wesen hinterlässt wohl solche Spuren und ist auch noch für diese Trommeln verantwortlich? Also weiter. Hier hoch oder muss ich unten rum? Ach Mann, ey, hallo, das ist furchtbar, dieses Gelecke, dieses Gebiet ist offensichtlich unbenutzt und ich bin der Einzige, der hier drin questet. Komm, hopp, da sind Spinnen, okay, die kann man auch mal töten, gut. Was haben wir da für Viecher? Ach so, jetzt habe ich... Ich will keine Bezwinger haben hier. Komm. Glühwürmchen. Okay, hier ist ein Weg. Aber das Zeug ist da drüben. Ach, da ist auch ein Licht. Da ist Feuer. Hier sind weitere Spuren. Das Trommeln ist inzwischen sehr laut geworden und ihr fühlt euch unwohl, als würde man euch beobachten. Ihr bemerkt, dass ihr von einer merkwürdigen Gestalt beobachtet werdet. Ach, da ist einer. Ja, hallo. Hallo, Koburigan. Lauft ihr mit geschlossenen Augen durch Wald? Ich sehe euch lange, bevor ihr mich seht. Lauft ihr mit geschlossenen Augen durch Wald? Ja, offensichtlich schon, ne? Wieso kommt ihr in Wald von wilden Menschen? Buch 5, Kapitel 3. Älter als die Hügel. Wilde Menschen lebten hier lange vor anderen. Unser Land, unser eigen. Ich bin Koburigan, Sohn von Häuptling Ganburigan. Wer seid ihr? Wieso kommt ihr in Wald von wilden Menschen? Ihr seid nicht mit Gorgun verbündet? Ihr erzählt, wo ihr herkommt und dass ihr ein Zwerg seid. Wir haben Zwergenvolk vor langer Zeit gesehen, nun alle fort, tief in Erde gegraben.
fern von Bäumen und Wurzeln von Bergen, nicht Weg von wilden Menschen. Koh-Burigan heißt willkommen für kurze Zeit. Wenn ihr falsch, werdet nicht lange leben im Wald. Ihr seid nicht mit Gorgun verbündet, sagt Koh-Burigan jetzt. Sagt Koh-Burigan jetzt. Er wartet auf eure Antwort. Sprecht mit ihm und beantwortet seine Frage. Wilde Menschen hassen Gorgun. Ihr kommt zum Schluss, dass Gorgun nur Orks sein können und versichert ihm, dass ihr Gorgun hasst und ihre Anwesenheit auf der Straße euch in den Wald getrieben hat. Koh-Burigan wusste das. Wilde Menschen hassen Gorgun, töten Gorgun, wenn sie im Wald kommen. Was sucht ihr? Wenn es gegen Gorgun, wird Koh-Burigan helfen. Er wartet, dass ihr erneut sprecht. Wilde Menschen kennen vielleicht Weg. Sprecht mit Garn-Burigan. Ihr erzählt ihm, dass die Reiter von Rohan ihr Königreich verlassen haben, um Gondor zu Hilfe zu kommen, und dass die Orks, die die Straße nach Minas Tirith versperren, ihr Vorankommen behindern. Ihr fügt hinzu, dass ihr nicht wisst, ob die Straße rechtzeitig gesichert werden kann. Wilde Menschen kennen vielleicht Weg, aber Koh-Burigan hat nichts sagen. Kommt nach Drubuta, sprecht mit Garn-Burigan, er spricht für wilde Menschen. Dorf Drubuta im Westen, müsst nordwestlich durch die Felsen gehen, über Wasser, dann wieder Süden. Weg versteckt, sucht schmalen Pfad bergauf nach Südwesten. Koh-Burigan trifft euch vor Dorf. Na gut. Trifft uns vorm Dorf. Dann gehen wir in das Dorf. Das Dorf ist da drüben. Wir reiten hin. Ich hoffe, das geht hier oben irgendwie lang. Ah ja, hier ist ein Weg. Hier ist ein Weg, genau. Der ist zwar ein bisschen übel, aber hier geht's hoch. So. Genau, da ist Wasser. Über Wasser, hat er gesagt. Und jetzt gehen wir links. Und rechts. Und jetzt sind wir auf dem Weg genau dahin. So, und jetzt können wir uns nach links oder nach rechts entscheiden. Ich entscheide mich nach da. Nach oben oder nach unten entscheiden. Genau, und hier geht's rein. Und ich nehme hier den Markstein an. Und dann weiß ich, dass ich hierhin zurückkehren muss, wenn ich weitermache, um mit diesen wilden Menschen zu reden, um dann die Reiter von Rohan hoffentlich irgendwie sicher zu finden und durch dieses Gebiet in die Schlacht zu leiten. Das war's von mir für heute für Herr der Ringe. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denne!